eingeschaltet habt, freut mich. Ja, die Portable Paint Station ist jetzt endlich komplett fertig. Ich habe noch ein Tragegurt dran gemacht, damit es auch wirklich angenehm ist zu tragen. Alles sehr stabil. Das Zeichen Tabletop Burg Franken ist das Zeichen von demjenigen, für den das eben ist. Also, das ist draufgebrannt worden und dann eben ausgemalt. Ich finde das schon. Ja, sieht schön aus, finde ich. Dann machen wir mal auf oder einmal umdrehen. Das ist die Seite mit den Verschlüssen. Hier sind 2 8er Dübel drin, damit da auch ja nichts irgendwie auseinandergehen kann. Der kleine Verschluss hier reicht völlig aus, mehr braucht man nicht. Hinten kann man, wenn man möchte, auch noch ein Bild hin machen, kein Problem. Oder auf die Seiten, ist auch kein Problem. Ja, dann fangen wir mal oben. Oben sieht dann so aus. Da habe ich hier 2 verschiedene Lederstreifen genommen, sehr helles Leder. Diese dünneren Streifen werdet ihr innen drin auch finden. Das ist also einfach eine Wiederholung, eine Designwiederholung, genauso auch wie die Schrauben hier. Ja, das Holz, was ich hier außen zur Verzierung gebraucht habe oder genommen habe, das ist Zwetschge. Das ist diesmal ausnahmsweise mal nicht geölt, sondern lackiert mit einem Parkettlack. Also das ist ein stoßfester Lack, deswegen habe ich ihn auch genommen. Unten kann man es vielleicht auch nochmal anschauen, aber da kommt dann später noch was dazu. Und zwar sieht ihr hier, das ist ein Holzrahmen hier unten, ist zweigeteilt. Und hier außen hat es genau die Maße von der Box an sich. Das heißt, hier unten kann man noch eine Box dran machen für Fahrzeuge, monströse Figuren und all solche Sachen halt, die halt einfach sehr groß sind, die normalerweise viel Platz wegnehmen. Einfach hier unten noch ein Ding hin, kann man auch festmachen, aber das kommt noch. Okay, ja, das war drumherum, jetzt schauen wir mal rein. So. So. Der Kumpel, für den das ist, ist ein riesen Tolkien-Fan und Herr der Ringe-Zocker. Deswegen hier das Tolkien-Zeichen mit dem Elbischen. Einfach, das ist nur so aus Spaß, was Schönes sein. Dieses Brett, das ist arretiert, also das kann hier nicht weg. Durch die Schrauben hier an den Seiten. Einfach ein Stück hochnehmen und rausnehmen. Und dann ist das nämlich genau so ausgerechnet, dass die Seite von dem Schneidbrett oder Malbrett oder wie man das auch immer nennen möchte, genau da drauf geht auf die Köpfe von den Farben. Und so können die Farben nicht runterfallen oder rausfallen, sondern sind immer fest am Platz. Ja, das ist ein Cutting Board oder wie man das so sagen möchte. Das habe ich einfach aus Spanplatte, also unten die Spanplatte, das ist eine gute Buche-Spanplatte, glaube ich, genauso wie die anderen Sachen auch. Und das hier oben drauf, das ist sehr widerstandsfähiger PVC-Boden. Also da hat man lange Zeit Freude dran. Ja, dann kommt hier der Arm, der ja vorhin rausgefallen ist leider. Mit dem hat es eine besondere Bewandtnis. Und zwar ist es eine Lampe zum Malen. Die kann man hier festmachen. Hier oben ist ein Gewinde drin. So. Na, die kann man festmachen. Von der Position her kann man das so machen, wie man braucht. Das Schwarze hier unten ist Gummi. Das färbt jetzt noch ein bisschen ab, weil das gerade übergeölt ist, aber das macht nichts. Ja, das ist Gummi, das heißt, es kann weder das noch das verletzen.
Das ist eine ganz einfache LED-Leuchte mit Batterien, die man einfach einfach da anbringen kann, unten drauf drücken und schon hier seht ihr Licht. Ne? Das ist das. Dieses dünne Lederstreifenzeugsding, das habe ich als Griff genommen, mir hat das ganz gut gefallen. Also hier sind vier verschiedene Schubladen drin. Einmal sind drei Schubladen hier in der Größe der Farbbehälter. Das heißt, da kann man auch nochmal Farbbehälter reinmachen. Hier, hier und hier. Also man kriegt da locker fast 200 Farben unter. Dann ist hier, die Schublade ist etwas größer, da passen die normalen 30 mm Miniaturen rein. Ich wollte eigentlich noch hier oben Schaumgummi drauf machen, Schaumstoff drauf machen. Aber derjenige, für den das ist, der arbeitet bei einer Firma, die Schaumstoff herstellt. Also ich sollte das selber machen, sagt er. Ja, okay. Das ist jetzt eine ganz große Schublade, also von der Höhe her. Da kann man dann natürlich größere Sachen noch reinmachen. Zum Beispiel ein Cyborg oder sowas. Ne? Hier unten ist dann die vierte Art Schublade. Machen wir mal kurz hier die Sachen wieder rein. Na? Schublade, das ist sozusagen für die Unterlage gedacht. So, hier passen Farben drauf, also kann man die Farben, die man eben gerade benutzt, kann man da drauf tun. Das ist auch noch eine Mini-Schublade, hier kann man Wasser hinstellen, das ist für Pinsel und für Werkzeug gedacht und hier, das ist für Kleinteile gedacht, wenn man mal so ein bisschen was rumliegen hat, dass man das da drauf tun kann, damit es nicht verloren geht. Diese kleine Schublade hier, die ist für Pinsel, also da kann man Pinsel reinmachen oder auch andere Sachen natürlich, klar. Da sind kleine so Holzstifte drin, vier Stück, und darauf kommt eben das Teil hier, dieses Stück Holz. Dadurch kann das nicht weiter runtergehen und durch die beiden Öffnungen ganz einfach rein und raus zu machen. Also das muss man raus machen, wenn man das hier benutzt. Aber ich denke mal, das dürfte jetzt kein Problem sein. Das hier ist festgeschraubt, da ist nichts. Ich habe hier noch so Beschläge drauf gemacht, das hat mir ganz gut gefallen von den Farben her, weil die Schrauben ja auch diese Messingfarbe haben und das eben auch. Ja. Ich habe bei dieser portablen Paintstation viel ausprobiert. Es hat nicht alles ganz so funktioniert, wie ich mir das gedacht oder gehofft habe. Also zum Beispiel das Material, was ich hier genommen habe, das ist einfach viel zu dünn. Das ist an mehreren Stellen ausgerissen. Aber das
deswegen kann man es ja trotzdem benutzen. Und da das halt für einen Freund ist, macht das nichts, hat er gesagt. Also ist ja nicht so schlimm. Kriege ja kein Geld dafür, in dem Sinne. Ja, ich habe viel ausprobiert. Was kann man machen, was kann man nicht machen, was werde ich bei der nächsten auch so machen. Also die Art hier dieser Farben auf Bewahrung, die hat sich sehr bewährt, also die finde ich sehr gut. Auch von Platz her ist das eigentlich, ja, finde ich das echt gut. Das werde ich weiterhin so machen. Was die Schubladen betrifft, die sind natürlich von der Größe her immer optional. Kann man, wenn ihr was davon, also wenn ihr eine portable Playing Station von mir wollt, könnt ihr das natürlich so einrichten und auch von der Größe her, es muss ja nicht die Größe sein, es kann kleiner sein, es kann größer sein, es kann jeder so bekommen, wie er es eben haben möchte. Ich baue hier keine, wie soll ich sagen, ja, immer die gleiche Sache. Also hier ist keine Bandproduktion wie in der Industrie. Das sind alles Einzelteile, die ich herstelle und eben auf die Wünsche von denjenigen oder derjenigen, für die die Sachen eben sind. Ja. Damit ist das eigentlich alles soweit gezeigt, was zu zeigen wäre. So. So. Na. So, jetzt. Und das halt die wieder abmachen in irgendeine der Schubladen reinmachen. So. Und das kann man dann genau hier verstauen. Das ist von der Höhe so gedacht, dass man das da halt neu quetschen kann, ne? Dass es hält, dass es nicht runterfällt. Ja, die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch, die Verzierungen sind wesentlich schöner als bei den meisten Sachen, die man so im Internet kaufen kann, die ja, ja zu 99% aus einer Laser-Cut-Maschine kommen, also CNC programmiert sind und ja, Massenproduktion immer halt dasselbe. Ich wollte halt mit den Hölzern auch außen, den Harthölzern hier, die ich benutzt habe, einfach mal zeigen, was ist so möglich, was kann man so machen und eben auf geil. Nicht so langweilig halt, dass die Ecken immer schwarz sind vom Laser und so, sondern halt wirklich was Schönes, was man sich auch wirklich hinstellen kann, wenn man unterwegs ist oder sowas auf einem Turnier. Ne? Deswegen halt auch die Bilder drauf, damit es halt was hermacht, damit es was Schönes ist. Ja. So weit, so gut, ne? So. Die Gurte halten es ohne Probleme. Also ich habe das jetzt schon länger hier rumstehen und immer wieder benutzen, da ist nie was passiert. Der Lack, der ist auch recht gut. Ja. Also ich finde das Ding echt schön und der neue Besitzer, der freut sich schon tierisch drauf, dass es endlich abholen kann und loslegen kann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht habt ihr noch irgendwelche Anregungen für mich, also was ich vielleicht besser machen könnte, was ich vergessen habe, woran ich nicht gedacht habe oder so. Ja, das würde mich halt sehr freuen, weil nur durch solche Anregungen kann ich besser werden. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.